Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Schmieding. Embedded Journalism heißt wörtlich übersetzt eingebetteter Journalismus. Das klingt gemütlicher, als es ist. Eingebettet sind Journalisten meistens in Armeen, die im Krieg sind, also dort, wo Journalisten schwer alleine hin können. Dass das mit schmerzhaften Kompromissen einhergeht, das zeigen wir heute. Wienand Wernicke ist ZDF-Journalist und war vor kurzem mit der russischen Armee an der Front im Donbass, im südöstlichen Teil der Ukraine. Ich habe mit ihm kurz vor der Sendung über seine Recherchereise als Embedded Journalist gesprochen. Die Fragen zu diesem Interview habe ich dem Kollegen vorab vorgelegt, weil ihn die strengen russischen Mediengesetze dazu zwingen, jedes seiner Worte auf die Goldwaage zu legen. Begriffe wie Krieg, Angriff oder Invasion dürfen Reporter nicht verwenden, auch die ausländischen nicht. Wer dagegen verstößt, könnte verurteilt werden, auch in Abwesenheit, und dann bei seiner nächsten Einreise nach Russland zur Verantwortung gezogen werden. Zu Beginn unseres Gesprächs hat Wienand Wernicke erklärt, wie es zu dieser Reise überhaupt kam. Soweit ich weiß, gab es mittlerweile vom russischen Verteidigungsministerium organisiert 7 Reisen in die Region, wo Journalisten mitgenommen wurden. Wir wurden gefragt, ob wir Interesse haben. Also wir waren nicht diejenigen, die das betrieben haben, um unbedingt diese Reise machen zu wollen, sondern wir wurden gefragt. Dann war ein wirklich längerer Abwägungsprozess mit allem Für und Wider. Und dann haben wir nach Abwägung, über die Gründe werden wir gleich noch reden, dann zugesagt. Waren noch andere Medien dabei, außer dem ZDF? Von den westlichen Medien war auch noch jemand dabei. Aber ansonsten war das, und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir auch gefragt wurden. Sie haben sonst immer nur Kontakte, das russische Verteidigungsministerium, zu pro-russischen Bloggern aus dem westlichen Ausland, zu russischen Medien und Ähnlichem. Das ist Ihnen klar, dass Sie quasi damit im Westen überhaupt nicht gehört und gesehen werden. Das ist Ihnen bewusst, und das gehört zur Wahrheit dazu, dass Sie da natürlich eine Öffentlichkeit herstellen wollen. Das war so eine Gruppe von 30 Leuten, würde ich mal so über den Daumen gepeilt sagen, vielleicht 35. Und davon waren wir das einzige westliche Kamerateam. Mussten Sie einen Vertrag mit der russischen Armee unterschreiben? Nein, dann wären wir auch nicht gefahren. Gab es irgendwelche Auflagen seitens der Armee? Nur dahingehend, was die Sicherheit angeht. Also es ist ein Gebiet, ein Krisengebiet, in dem bis vor wirklich allerkürzester Zeit heftige Gefechte und Kämpfe waren. Das bedeutet, auch aus eigenem Sicherheitsinteresse sollte man sich an die Auflagen halten, nicht da in Bereiche zu gehen, die noch nicht geräumt waren, die nicht abgesperrt waren. Das ist das Einzige, was gemacht wurde, das gesagt wurde, haltet euch an die Sicherheitsauflagen, die wir euch machen. Und das haben wir auch getan. Wie haben die Menschen auf Sie reagiert? Ich kann mir vorstellen, denen muss ja bewusst gewesen sein, dass Sie quasi eine Art Begleitkonvoi für die russische Armee sind auch. Ja, es ist nicht zu übersehen, wenn da diese Gruppe kommt aus Journalisten. Da sind ja auch bewaffnete russische Soldaten dabei, die in dieser Region tatsächlich auch die Aufgabe haben, eben darauf aufzupassen, dass diesen Journalisten, die da hingebracht wird, auch nichts passiert. Also insofern, jeder, der diese Gruppe sieht, dass das etwas ist, was von russischer Seite kommt. Ich denke auch, es ist völlig klar, dass die Leute ein wenig ihre Worte wägen, wenn sie diesen Trupp da sehen. Auf der anderen Seite gab es auch Leute, die relativ offen geantwortet haben. Und die sind ja auch mit der existenziellen Ding im Moment die Leute beschäftigt. Wenn man da durch Lysychansk geht und wo kein Wasser, kein Strom, kein Abwasser, kein Essen ist, dann ist es genau das, was die in dem Moment auch spiegeln, ihre Befindlichkeit. Also insofern haben wir da schon einen Einblick in die Not und das Elend der Menschen bekommen. Ich kann mir vorstellen, Herr Wernicke, dass das für Sie als Journalist nicht einfach war, so eine Reise zu machen. War das eine Gratwanderung? Embedded sein ist, glaube ich, immer eine Gratwanderung, wo man sich sehr bewusst sein muss, dass man das tut. Als Studioleiter des ZDFs war ich auch schon zweimal mit der russischen Armee in Syrien gewesen und habe mir das angeguckt. Insofern war das auch nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Die Bedingungen, unter denen wir gearbeitet haben, waren ähnlich wie in Syrien. Die Gratwanderung besteht natürlich darin, dass man sich bewusst ist und das auch so transparent wie nur irgend möglich machen muss, dass es das nicht das normale journalistische Arbeiten ist, wie wir das machen. Dass wir irgendwo hinfahren, wo wir berichten wollen. Dass wir aussuchen, wann wir wo sind.
Das ist, wenn man embedded unterwegs ist, und das liegt jetzt nicht nur an der russischen Seite, dass man, wenn man embedded ist, das nicht so kann. Das ist aber auch auf der ukrainischen Seite, wenn ich zur Front, da will auch nicht, ich kann da auch nicht mit dem Taxi hinfahren. Insofern will ich da überhaupt keine Gleichsetzung machen, aber die Bedingungen sind einem bekannt und man muss sie halt transparent machen. Den Armeen, die diese Embedded Journalists mitgenommen haben, also besonders auffällig, das hat es ja auch schon im Vietnamkrieg gegeben etc., aber besonders auffällig wurde es 2003 im Irakkrieg, damals ist viel darüber diskutiert worden, ob das richtig ist. Also diesen Armeen wird ja irgendwie vorgeworfen, mit Hilfe der Embedded Journalists so eine Art Öffentlichkeitsarbeit für sich selber zu machen, und den Journalisten wird vorgeworfen, sich ein bisschen zum Handlanger der Armeen zu machen. Kann man als Embedded Journalist eigentlich was richtig machen? Nee, nein, das kann man, glaube ich, wirklich nicht. Der Punkt ist, man muss sich vorher entscheiden. Sind die Kritikpunkte, die es dran gibt, auch die ethischen Kritikpunkte, die es dran gibt, sind die überwiegend, oder interessiert es mich so stark zu sehen, wie die Menschen das überstanden und überlebt haben, was da gerade passiert ist? Wie wichtig ist es mir, Lebenswirklichkeit von vor Ort darzustellen? Und die Entscheidung, würde ich sagen, haben wir bei uns im Haus so getroffen. Das ist ja auch nicht nur auf meine Entscheidung, sondern das ist ja eine Entscheidung von einer Gruppe, die darüber geredet hat. Diese Entscheidung haben wir so getroffen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einen Mehrwert erreicht haben, nämlich tatsächlich Lysychansk mal gesehen zu haben, wirklich durch Mariupol gelaufen zu sein, das gesehen zu haben, wie Menschen da leben, und das zu zeigen und nicht nur Bilder des russischen Fernsehens dafür zu benutzen, wo wir davon ausgehen, dass das der Ausschnitt sehr, sehr eng gefasst ist, den man da zeigt. Wir haben letzte Woche jemanden vorgestellt, einen Kollegen, der als Lokaljournalist arbeitet, eigentlich in Süddeutschland, und der auch in den Donbass fährt. Sie haben jetzt gerade gesagt, da kann man nicht mit dem Taxi hin. Also es gibt mal für manche Menschen offensichtlich, für manche Journalisten die Möglichkeit, dort vor Ort zu recherchieren. Für Sie jetzt nicht. Nicht bis an die Frontline, nein. Mhm, okay. Bis an die Frontline kommt man so nicht. Das geht nur, indem man akkreditiert ist. Das geht nur, wenn man sich beim Militär gemeldet hat. Man kommt in bestimmte Bereiche, man kommt aber nicht in Frontbereiche, ohne dass man zumindest mit dem Militärs kommuniziert. Würden Sie trotz dieser Umstände sagen, dass sich die Reise gelohnt hat? Ich glaube, es lohnt sich deswegen, weil man dem Not und dem Elend der Menschen, die in diesen Regionen leben und die sich das ja nicht ausgesucht haben, was da über sie gekommen ist, weil man denen ein Gesicht gibt, weil man denen trotz allem eine Stimme geben kann, weil man zeigen kann, was das für die Menschen bedeutet, was solche Konflikte, was solche militärischen Auseinandersetzungen für die bedeuten. Und ein Stück Alltag versuchen zu fassen und ein wenig da reinzufühlen, wie es den Menschen geht und was da in den nächsten Wochen und Monaten ja auch noch auf die zukommt. Deswegen würde ich sagen, hat es sich gelohnt, weil sonst ist es ein schwarzes Loch, auf das wir irgendwie aus der Ferne gucken. So konnten wir ein bisschen Licht hineinbringen. Der ZDF-Journalist Wienand Wernicke war mit der russischen Armee als Embedded Journalist im Donbass in der Südostukraine. Einen Artikel zu diesem Thema finden Sie gleich nach der Sendung auch auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/mediasres. In der vergangenen Woche unternahm einer der mächtigsten Medienunternehmer der Ukraine einen aufsehenerregenden Schritt. Er gab seine Medienlizenzen zurück. Renat Achmetow tat das nicht freiwillig, wie er sagte. Zu seinen möglichen Gründen und wie sich die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade überhaupt noch über die Ereignisse in ihrem kriegsgebeutelten Land informieren können, darum geht es im Beitrag von Florian Kellermann. Achmetow gibt an, Auslöser für seinen Schritt sei ein neues Gesetz. Das sogenannte Anti-Oligarchen-Gesetz sieht vor, dass diese Oligarchen auf eine Liste gesetzt und überwacht werden. Das gilt für ihre Kontakte zu Politikern wie für ihre Einkünfte. Dadurch, dass Achmetow seine Medien abgegeben hat, gilt er laut Gesetz nicht mehr als Oligarch. Oksana Romanyuk vom Institut für Massenmedien, das den ukrainischen Medienmarkt beobachtet, hält auch das nur für einen von vielen Gründen. Achmetow könne derzeit schlicht keinen politischen Nutzen aus seinen Medien ziehen. Denn die ukrainische Regierung hat zu Kriegsbeginn die größten Fernsehkanäle in ein Programm zusammengefasst,
den sogenannten Telemarathon. Eingeladen würden dabei neben dem staatlichen Fernsehen die Sender von verschiedenen Oligarchen. Zu Beginn des Kriegs war der Telemarathon nötig. Wir waren alle so erschüttert und haben etwas gebraucht, an dem wir uns festhalten konnten. Die Idee, uns auch bei der Berichterstattung zu vereinen, war da gut und naheliegend. Aber heute hat sich die Idee des Telemarathons erschöpft. Die Gesellschaft habe den ersten Schock überwunden, so Oksana Romaniuk. Viele Ukrainer hätten sich ein Netz von verlässlichen Quellen über den Verlauf des Kriegs aufgebaut, vor allem in Messenger-Diensten wie Twitter und Telegram. Präsident Volodymyr Zelensky und die Regierung halten dennoch am Telemarathon fest. Denn, so meinen Kritiker, er zwinge die Fernsehsender zu einer einheitlichen, regierungstreuen Berichterstattung. Tatsächlich kommen beim Telemarathon kaum Stimmen vor, die Kritik an Zelensky üben würden. Anders in kleineren Fernsehsendern, die nicht zum Marathon gehören. Sie haben allerdings seit einigen Monaten Probleme, ihr Programm in guter Qualität zu verbreiten. Ihr digitales Signal wird nicht mehr über die landesweit installierten Sendemasten verbreitet, ist also nur noch im Internet oder über Satellit zu empfangen. Damit verloren diese Sender etwa die Hälfte der Zuschauer. Regierungsvertreter begründeten diesen Schritt nur unvollständig und widerwillig. Vitali Portnikov, Journalist beim betroffenen Kanal Espresso TV, hofft nun auf die EU. Die Pressefreiheit ist eine der Grundfesten eines zivilisierten Staats. Deshalb hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrem jüngsten Besuch angemahnt, dass wir ein Mediengesetz verabschieden. Solche Behördenwillkür darf es nicht geben. Ohne Pressefreiheit bleibt die Ukraine an der Schwelle der Europäischen Union. Es wird keine Beitrittsverhandlungen geben. Wie es die ukrainische Regierung mit der Pressefreiheit hält, wird sich auch daran zeigen, wie es mit dem Telemarathon weitergeht. Der TV-Sender, der fünfte Kanal, möchte die Slots übernehmen, die durch das Ausscheiden des Achmetow-Senders frei werden. Dieser Sender steht jedoch Petro Poroschenko nahe. Er ist der Vorgänger von Präsident Zelensky und dessen politischer Widersacher. Auch der kleinere Sender Priame zeigt Interesse, in den Telemarathon einzusteigen. Auch er berichtet kritisch. Aus der Regierung gibt es dazu bisher keine Reaktion. Das alles heiße aber nicht, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer von kritischen Informationen abgeschnitten wären, sagt Oksana Romaniuk vom Institut für Massenmedien. Im Internet gibt es keine Zensur. Ja, unsere Gesellschaft ist durch den Krieg traumatisiert, das wirkt sich auf die Berichterstattung aus. Aber das Internet ist voll mit Kritik an der Staatsmacht. Über das heikle Thema Pressefreiheit in der Ukraine und die Notwendigkeit, gerade jetzt unabhängige Informationen zu bekommen, berichtete Florian Kellermann. An Streiks scheiden sich die Geister, anscheinend auch die medialen. Wie sonst wäre es zu erklären, dass da gerade in Nordrhein-Westfalen ein Streik zu Ende gegangen ist, in dessen Folge viele tausend Operationen abgesagt werden mussten, angezettelt von einer unterbezahlten und überarbeiteten Berufsgruppe, denen wir alle immens viel zu verdanken haben. Und doch war dieser Streik medial eher unterbelichtet, findet unsere Kolumnistin. Medias Res. Samira El-Wassil. Der bisher längste Arbeitskampf im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen ist am Dienstag zu Ende gegangen. Die Verdi-Tarifkommission konnte sich mit den Arbeitgebern einigen. In 6 Unikliniken wird ab heute nicht mehr gestreikt. In den 12 Wochen Streik ging es vor allem um bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, insbesondere für diejenigen, die direkt mit Patienten arbeiten. 3 Monate dauerte das. Und ich muss ehrlich zugeben, so wirklich viel habe ich von dem Streik nicht mitbekommen. Natürlich hätte ich mich auch mehr informieren können, aber leider waren meine Medienmenüs mit anderen wichtigen Dingen gefüllt. Voll mit journalistischen Kommentaren über eine Frau namens Laila. Und dann war da noch diese glamouröse Promi-Hochzeit. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch Ben Affleck und Jennifer Lopez. Die Beziehung indes zwischen Streikenden und Medien scheint leider nicht so liebevoll, wenn man danach geht, wie viel über sie berichtet wird.
Der Streik als gesellschaftliches Ereignis ist in seiner Form eigentlich ideal für die Berichterstattung. Es findet eine Störung alltäglicher Abläufe statt, es gibt Akteure, mit denen man sich solidarisieren kann, oftmals bietet sich eine David-gegen-Goliath-Erzählung an. Überzeugende Nachrichtenwerte wie beispielsweise die geografische Nähe oder die Negativität, weil hier ja etwas lautstark kritisiert wird, können bedient werden. Und dennoch werden Streiks bei der medialen Abbildung häufig mit Desinteresse gestraft. Damit Berichterstattende den Streikenden doch etwas mehr Aufmerksamkeit schenken, müssen sich schon besondere Begebenheiten ereignen. Wenn sich beispielsweise Kinder und Jugendliche für den Umweltschutz einsetzen, können sie als Schulschwänzer verunglimpft werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass ansonsten gar nicht berichtet wird. Dass ein Streik stattfindet, warum er stattfindet und welche Konsequenzen er hat, wird im Geiste der Chronistenpflicht öffentlich-rechtlicher Sender wie Zeitungen pflichtbewusst reportiert. Nur verschwindet dann das Streikgeschehen zumeist, mit Ausnahmen versteht sich, aus dem Fokus der Berichterstattung. So lange, bis Einigungen oder eben nicht erzielt wurden. Über den aktuellen Hafenstreik, bei dem in allen wichtigen Nordseehäfen insgesamt 12.000 Beschäftigte ihre Arbeit für höhere Stundenlöhne niederlegten, wurde zwar von Hamburger Medien wie dem Norddeutschen Rundfunk und der Zeit erwartbarerweise berichtet, aber in Anbetracht der Tatsache, dass dieser Streik gerade in Zeiten von Ressourcenknappheit die gesamte deutsche Warenversorgung besonders empfindlich lahmlegen könnte, ist das mediale Echo erstaunlich gering. Das bemerkenswerteste Beispiel, dass Streikende oftmals journalistisch vergessen werden, ist vielleicht ein internationales. Einer der größten Streiks der gesamten Menschheitsgeschichte, der 2009 in Indien stattfand. Dort organisierten sich in mehreren Städten insgesamt 200 Millionen Beschäftigte, die ihre Arbeit bei der Post und Bahn, in den Banken und Schulen niederlegten. Fast dreimal die deutsche Bevölkerung am Streiken. Doch das interessierte international zu Beginn kaum jemanden. Erst mit Abstand und etwas zäh sickerten Berichte in die mediale Weltöffentlichkeit ein. Eine Ausnahme und besonders beliebt bei Bahnstreiks, der journalistische Kommentar, der die Streikenden oder aber die Deutsche Bahn auffordert, es jetzt endlich mal gut sein zu lassen und der vor allem über die Zumutungen für den Kunden spricht. Ich behaupte mal ganz vorsichtig, diese Form des Kommentars gibt es deshalb häufiger, weil die Kommentierenden meist selbst betroffen sind. Vielleicht sollten die streikenden Beschäftigten, damit ihr Arbeitskampf medial mehr Beachtung findet, einfach mal im Brautkleid auf die Straße gehen und dabei Ballermann-Hits singen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Traumhafter Streik in NRW mit 140 Gästen, alle Pflegekräfte in romantischem Weiß. Wenn Medien beim Thema Streik streiken, die Meinung von Samira El-Wasil. Im Lokalen steht die Wiege des Journalismus, sagt man. Viele Kolleginnen und Kollegen haben zwischen Kommunalparlamenten und Schützenfesten ihre Karrieren begonnen. Aber der Lokaljournalismus gehörte auch zu den ersten, der in die Knie ging, als das Internet mit Stellen und Immobilienanzeigen und kostenlosen Nachrichten um die Ecke kam. Seitdem steht im Lokaljournalismus kaum ein Stein mehr auf dem anderen. Ob die Zusammenlegung von Redaktionen und ganzen Lokalzeitungen, die Streichung zahlloser Stellen und die monopolistischen Zeitungsstrukturen in manchen Landstrichen alle was mit diesem Siegeszug des Internets zu tun haben, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Wie sich die ganze Sache gerade beim Donaukurier darstellt, hat Michael Watzke unter anderem bei der Gewerkschaft erfragt. Wenn ich was zukaufe, dann sollte ich es hegen und pflegen und sollte es nicht kaputt machen. Klagt Michael Busch, Vorsitzender des Bayerischen Journalistenverbandes BJV. Busch kritisiert Simone Tutschi-Diekmann, die Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Passau. Verlegerin Tutschi-Diekmann hatte vor 6 Jahren den Donaukurier zugekauft, eine Traditionszeitung aus Ingolstadt. Damals versicherte die Medienmanagerin aus Ostbayern in einem Interview: Ich glaube fest an die Zukunft der Regionalzeitung. Der Donaukurier wird der Donaukurier bleiben. Von wegen, behaupten viele Donaukurier-Mitarbeiter inzwischen. Seit die Passauer Neue Presse das Steuer in Ingolstadt übernommen hat, hätten sich die Zustände im Blatt radikal verschlechtert. Medias Res hat die Aussagen einer langjährigen Donaukurier-Redakteurin, die anonym bleiben will, nachvertont.
Bei uns werden Lokalbüros geschrumpft, Geschäftsstellen geschlossen, Sekretärinnen und Layouter gefeuert. Vor allem junge Journalistinnen und Journalisten verlassen das Haus mittlerweile fluchtartig. Ich frage mich, wie soll das weitergehen? Die neueste Hiobsbotschaft. Angeblich plant die ungeliebte Verlagsgruppe Passau, noch in diesem Jahr das Druckereizentrum Ingolstadt zu schließen. Die Printausgabe des Donaukurier, täglich rund 80.000 Exemplare, soll dann im 200 Kilometer entfernten Passau vom Band laufen und per LKW nach Ingolstadt gefahren werden. Michael Busch vom Bayerischen Journalistenverband ärgert sich vor allem über die Informationspolitik der Passauer Verlegerin Tutschi Diekmann. Es sei so Busch. Einfach bitter, dass die betroffenen Mitarbeiter im Donaukurier aus der Süddeutschen Zeitung erfahren durften, dass eben der Druckereibetrieb eingestellt wird. Also wir haben mit Kollegen gesprochen, die das schlichtweg als absolute Stillosigkeit bezeichnen. Der Deutschlandfunk hat Verlegerin Tutschi Diekmann um ein Interview und die Verlagsgruppe Passau um eine Stellungnahme gebeten, ohne Erfolg. Ihn wundere das nicht, sagt BJV-Chef Busch. Auch mit uns spricht Tutschi Diekmann selten bis gar nicht. Das Haus hat einen schlechten Ruf und es verlassen mittlerweile mehr Leute durch Kündigung, durch Eigenkündigung die Redaktion, als durch den Eintritt in die Rente. Und das sind fatale Zahlen, fatale Wahrnehmungen. Nun ist die Schließung von einer der drei Druckereien der Verlagsgruppe Passau ökonomisch nachvollziehbar. Synergien und Einsparungen sind hoch und gedruckte Zeitungen sind nicht wirklich ein Zukunftsmodell. Was die Angestellten beim Donaukurier in Ingolstadt ärgert, bei ihrer Zeitung werde an allen Ecken und Enden gespart, während der Eigentümerverlag das eigene Blatt Passauer Neue Presse stärke, etwa indem der Politikteil des Donaukuriers nicht mehr in Ingolstadt, sondern in Passau entstehe. Auch der Münchner Landtagskorrespondent des Donaukurier wurde abgezogen. Dessen Job macht inzwischen der Passauer Kollege. Eine erfahrene Redakteurin aus Ingolstadt klagt: Es ist ein Drama. Wir erleben den Ausverkauf einer ehemals sehr guten Zeitung. Unser Blatt wird zerfleddert. Es wird der Niedergang des Donaukuriers betrieben. Tatsächlich sind die Zeiten für Regionalzeitungen hart. Die Verlage bauen fast überall Personal ab, weil sowohl Anzeigenerlöse als auch Abonnentenzahlen zurückgegangen sind. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges kommen noch hohe Energiekosten und gestiegene Papierpreise dazu. Trotzdem kann Michael Busch vom Bayerischen Journalistenverband die Sparmaßnahmen nicht nachvollziehen. Das Ganze ist ja weit vorher schon passiert. Man hat ja schon gejammert, als es auch nachweislich den Häusern noch nicht schlecht ging. Ich glaube, Bayern hat sich immer ausgezeichnet durch kreative und innovative Ideen in vielen Medienbereichen. Ich kann die Mittelbayerische da nur nehmen, die digital auf dem Vormarsch waren, die Vorzeigeprojekte hatten. Das wird gar nicht mehr verfolgt. Das ist obsolet mittlerweile. Das ist vom Hause nicht mehr gewünscht, wird nicht weiterverfolgt. Die erwähnte Mittelbayerische Zeitung in Regensburg hat denselben Eigentümer wie der benachbarte Donaukurier, die Verlagsgruppe Passau. Die hat unter Verlegerin Tutschi Diekmann ein beeindruckendes bayerisches Medienmonopol geschaffen, das von Oberbayern über die Oberpfalz bis nach Niederbayern reicht und ostbayerischen Werbekunden die Preise diktieren kann. Damit verdient der Passauer Verlag ordentlich Geld und könnte sich dafür auch ordentlichen Journalismus leisten. Aber Verlegerin Tutschi Diekmann zeigt laut Michael Busch komplettes Desinteresse an ordentlichem Journalismus. Einen härteren Vorwurf kann man einer Verlegerin kaum machen. Michael Watzke, unser Landeskorrespondent in Bayern, zu den Diskussionen rund um den Donaukurier. Was dort morgen auf der ersten Seite steht, das wissen wir nicht, aber was es in Westfalen zu lesen gibt. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Thorsten Koch. Ich bin Lokalredakteur bei der Westfalenpost. Ich arbeite in der Lokalredaktion Arnsberg-Sundern und unsere Berichterstattung dreht sich am morgigen Tag unter anderem um einen großen Waldbrand in Sundern-Stemel, der die Feuerwehr auch einen Tag nach den Löscharbeiten immer noch beschäftigt, weil das Feuer immer wieder aufflammt. Haben Sie Kritik am Journalismus? Fällt Ihnen etwas in den Medien auf? Darüber möchten wir mit Ihnen sprechen. Schicken Sie uns eine E-Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort geschrieben, @deutschlandfunk.de. Das war's bei Medias Res für heute. Morgen wieder um dieselbe Zeit, also um 15.35 Uhr. Mein Name ist Bettina Schmieding. Ich danke für Ihr Interesse.